Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, heute machen wir die Markaturtierlist tierlist Wir bewerten die markatur charaktere Und ganz ehrlich, die Baby Daisy kann man direkt mal auf C packen. Baby Luigi, Baby Mario. Eigentlich alle C. Genauso wie Baby Peach. Also, sie braucht es wahrlich nicht. Genauso Baby Rosalina. Sowas von unnötig eigentlich. Die würde ich sogar auf D packen. Birdo in Blau. Naja, ich mag Birdo nicht so. Will ich mal alle auf C packen. Shiger ist eigentlich vollkommen okay. Den schwarzen packe ich einfach mal auf B. Yoshi. Ja, Yoshi ist S, ganz klar. Egal, welche. Wobei, A. A. Buman, Bruder. Das ist mal so ein richtig spezieller Charakter, der aber auch wirklich gut ins Spiel reinpasst. S. Genauso wie Bowser Jr. Bowser packe ich dann auf A. Mario Maker Outfit. Ja, B, würde ich sagen. Der Mario Maker Toad ist wieder was Besonderes. Ich würde den auf A packen. Also den Bauarbeiter Toad. Daisy als so Elfe-Fee. Sieht echt ganz cool aus, genauso wie die Weihnachts-Daisy. Auf A. Die Daisy packen wir auf B, die klassische. Diddy Kong. Ah, schon der klassische passt eigentlich perfekt. Dann haben wir hier Dixie Kong oder wie die heißt. Ah. Donkey Kong ich mag den nicht so. Donkey Kong ist nicht so meins, aber der passt halt auch gut ins Spiel rein. Dann goldener Knochentrocken packe pack ich auf A. Genauso den normalen Knochentrocken. Knochenbause an sich, eigentlich auch ein cooler Charakter packe ich aber nur auf B. Feuerbruder kann man auch auf S packen, oder? Ist eigentlich auch ganz cool. Funky Kong S, den habe ich in Mario Kart Wii schon so gefeiert. Dann dieser goldene Koopa, dieser ja, Ländersprinter Koopa aus Mario Odyssey. S. Genauso wie Hammerbruder und Eisbruder, also die Brüder gefallen mir. Eis Mario auch auf S. Igi, naja, mag ich nicht. Mag ich nicht so. Aber König Buhu und zwar dieser aus Luigi's Mansion mit dieser violetten Zunge und der violetten Juwelenkrone, der ist auf jeden Fall S. Der normale König Buhu aus den Mario Partys eher nur B. Da sieht man mal den Unterschied zwischen dem Luigi's Mansion König Buhu und dem normalen König Buhu. Ja? Also dem aus den Mario Kart-Spielen. So, Cooper. Ja, ist klassisch A. Dann würde ich dann auch Lucky Too mal auf S packen. Larry packe ich auf A. Lemmy auf A. Ludwig auf A. Dann Luigi, ja. Klassisches Design. Ja, packe ich mal auf A. Den normalen Luigi auf B. Dann hier wieder das klassische Design A. Also das ältere Design, sagen wir mal so. Hier dieser, dieses Outfit gefällt mir nicht so. Das aus Mario Odyssey mit diesem japanischen der Ganoven Mario oder Mafia Mario oder was weiß ich, packe ich mal nur auf B. So, Weihnachtsmann Mario. Ja, das, das ist eigentlich ein ganz cooles Outfit. Packe ich auf A. Klassischer Mario packe ich mal auch auf A. Wobei wir den schon ziemlich gewohnt sind. Ja, metal mario Monty Maulwurf ist wieder so ein spezieller Charakter den auf jeden Fall auf S gehört für mich. Dann Morten auf B. Pauline. Ja, ich kann mit Pauline nicht viel anfangen. Also die landet bei mir auf C. Peach, naja. Das Outfit sieht eigentlich ganz okay aus, aber auch nichts so tolles. Peachette, Peach generell. Der Pinguin Luigi packe ich auf S, der ist nice. Rosa Gold Peach. Ey, so unnötiger Charakter. D, ganz klar. Shiger in Pink. Ja, komm mal auf B packen, würde ich sagen. Genauso wie den Ländersprinter Cooper Rot, der packe ich wieder auf S, der ist einfach nice. Den Yoshi, Yoshi wieder auf A. Dann hier wieder. Die Rosalina ist nice, die packe ich auf äh, B? B. Und die hier auch, die Halloween-Rosalina. Und die generell normale Rosalina auch auf B. Genauso wie Roy. Dann haben wir diesen Koch. Den packe ich auf A. Genauso den normalen Shy Guy. Wobei, die müssten eigentlich auf B, weil da sind die normalen Scheigeis gelistet, oder? Boah, ich habe jetzt den Überblick verloren, wo ich die ganzen Scheigeis insortiert habe. Oh, Junge, ich habe keine Ahnung mehr. Egal, wir machen weiter mit... Warte, warte, ich schaue nochmal nach. Ja, B. Egal, dann hier den Toad. Ja, A. Der hier ist eigentlich auch ganz nice. Toad, Dead mag ich weniger. B. Der klassische Toad. Ja, A. Waluigi, ne, mag ich nicht. Mag ich nicht. Wobei, dann müsste er weiter runter als B. Aber ich habe jetzt keinen Bock runter zu scrollen. Vario, auch auf B. Wendy. Wendy packen wir auf B. Diesen Yoshi, diesen Yoshi feiere ich. Diesen Oster-Yoshi. S! Rentier-Yoshi! S! Oh, der ganz klassische Yoshi, auch S. Äh, die feiere ich einfach. Der Rentier-Yoshi generell und dann hier dieses Kochoutfit von Mario. Dann dieser goldene Bowser, Knochen Bowser, ja, die packe ich mal auf A. Diese Peach gefällt mir eigentlich noch immer am besten und Das Outfit ist einfach nur krass. Das gefällt mir wieder weniger. Hm. D würde ich sagen. C. Captain Toad, ja. Hm. Der ist eigentlich ein guter Charakter. B. Das Outfit gefällt mir eigentlich, auch wenn ich Wario nicht so mag. B Mopsi B Piratenbausatz Junior. Muss ich da noch Worte verlieren? S. Und ich packe ihn sogar ganz nach oben. Wartet. So. Wenn ich die ordnen müsste, müsste ich noch Yoshis dahin packen. Moment. Den Rentier Yoshi vor allem hierhin. Moment. So. Nein, nicht ganz so. König Bobomb S, geiler Charakter. Diese Daisy gefällt mir auch ganz gut. Packe ich auch mal auf S. Dieser Donkey Kong Jr. Ich liebe Donkey Kong Jr. und diesen alten Mario-Design. Na, Sunshine ein bisschen älter schon. Also, das Outfit ist eigentlich mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht. Aber pack mal noch auf A. Das auch auf A. Das Outfit gefällt mir auch ganz gut. A. Das passt eigentlich auch ganz gut. Das ist aus meiner Odyssey. Ja, jetzt kommen alles Outfits, die man eigentlich schon gut kennt. Ja, gut, den Bowser packe ich noch auf S. Das ist ein spezielles Outfit. Das ist eigentlich auch ganz cool, aber ja, nur auf A. Da würde ich die doch auf S packen, wartet. Fällt mir dann doch relativ gut. Den hier hin. Den deutschen Luigi, den Bratwurst Luigi. Ich bin kein Fan von diesen bayerischen Klischees, aber ja, gut, pack, pack mal auf S. Genauso wie Cat Toady. Cat Peach, naja, mag ich nicht so aber ich habe jetzt auch keinen Bock mehr das alles so zu verstellen. Ich mache jetzt einfach das hier noch so zwischen S und A, Das es wird mir jetzt auch langsam zu blöd, dass ich hier alles hin und her schieben muss. Äh, ja, den blauen hier hierhin. Goldener König Bob kann man gerne auch hier einpacken und den Koala Baby Mario würde ich auch noch auf S packen. Er ist ja eigentlich auch ein cooler Charakter. Meine Lieblingscharaktere sind auf jeden Fall diese vier. Piraten Bowser Jr., der normale Bowser Jr., der Rentier-Yoshi, der Osterei-Yoshi, ah, König Buhu mit dieser lila Zunge ist auch noch geil und Donkey Kong Jr. sowieso. Und das sind eigentlich die Outfits, die richtig genial sind. Der Rest ist so meh. Also vieles ist auch ein bisschen unnötig, muss man sagen. Gerade rosa, gold, peach. Aber ich glaube, da muss man nicht viel drüber reden, ne? Ja, das ist das Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und ciao.